Ist mein Mikrofon an? Ja. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Wie schön, dass ihr noch da seid. Wir haben zwei... Oh, das fehlen noch ein paar Ultras. Josephine? Jürgen, wo seid ihr? Alles klar, Christian macht den Türsteher. Ich habe gehört, wir haben noch zwei neue Gäste. Ich würde euch darum bitten, dass ihr euch kurz vorstellt. Ja, hallo? Hallo. Genau, dann gibt es noch andere Hände, habe ich gesehen. Schön, dass ihr da seid. Die letzten kommen rein. Ich würde, weil wir schon ein bisschen über der Zeit drüber sind, beginnen mit diesem nächsten Panel. Ich möchte euch erstmal meine beiden Sprecherinnen vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Anna-Luise Kiss, sie ist Rektorin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Und zu meiner Linken sitzt Eva Lange, sie ist Regisseurin und seit der Spielzeit 2018-19 gemeinsam mit Carola Unser, Intendantin des Hessischen Landestheater Marburg. Schön, dass ihr da seid. Hat es eigentlich wehgetan, als ihr vom Himmel gefallen seid? So hört sich das manchmal an, wenn über junge Frauen in Leitungspositionen gesprochen wird. Meines Wissens kommen sie beide nicht aus dem Himmel, sondern sie haben einen Arbeitsweg hinter sich. Wahrscheinlich ein paar Hürden gehabt, aber vielleicht auch Sprungbretter. Und deswegen möchten wir mit Ihnen darüber sprechen, über Ihren Arbeitsweg. Wir werden jetzt gemeinsam sprechen und am Ende gibt es auch wie vorher 10 Minuten Zeit für Fragen. Genau. So, wir fangen an. Unser Panel heißt ja Love Interest, willst du mit mir gehen? Und deswegen möchte ich auch hier bei den Anfängen von meinen beiden Sprecherinnen beginnen. Die sind nämlich auch sehr unterschiedlich gewesen. Beide haben sehr unterschiedliche Werdegänge hinter sich. Frau Lange, ich würde bei Ihnen anfangen. Sie sind 2002 Regieassistentin in Oberhausen geworden und davor haben Sie studiert, und zwar evangelische Theologie, Pädagogik, pädagogische Psychologie und Germanistik. Wieso haben Sie sich dann fürs Theater entschieden? Ja, erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit Ihnen zu sein. Tatsächlich habe ich auch vorher schon Theater gemacht, aber ich hatte immer ein bisschen Angst vor dem Theater. Ich würde sagen, ich und das Theater ist eine Angstgeschichte. Und ich hatte das Gefühl, ich muss mich noch ein bisschen ausstatten mit etwas anderem, um dann vielleicht Theater machen zu können. Ich hatte irgendwie so ein Bild in mir und das hieß immer, ich habe Angst, die brechen mir mein Rückgrat. Davor hatte ich Angst. Und dann dachte ich, studiere ich Philologien, bilde mich weiter, mache ganz viel Theater in der Freien und Off-Szene und dann wage ich es irgendwie. Und dann habe ich angefangen mit Hospitanzen und Praktika und so weiter. Und dann habe ich nochmal wieder Angst gekriegt. Dann habe ich nochmal wieder ein bisschen was vermeintlich, was man so meint, wenn in der Familie niemand irgendwas mit Kunst zu tun hat, was man so machen sollte. Und dann irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich so weit und jetzt springe ich hinein. Und dann habe ich tatsächlich, bin ich Regisseurin über diesen Weg der Assistenz an verschiedenen Stadt- und Staatstheatern gegangen, war dann lange freie Regisseurin, bin dann irgendwann Oberspielleiterin geworden und mittlerweile Intendantin. Wofür hat Ihr Herz damals gebrannt, als Sie angefangen haben? Tatsächlich kann ich mich da den Vorrednerinnen so ein bisschen anschließen. Also immer der Mensch. Ich habe das vorhin schon in der Vorstellung gesagt, diese leibliche Kopräsenz anhand von Texten, Begegnung schaffen. Und ich glaube, bis heute auch halte ich das Theater für den Ort der Demokratie eigentlich und der Möglichkeit, sozusagen anhand unserer Kunst Dinge zu verhandeln. Und zwar so zu verhandeln, dass später Menschen ins Gespräch darüber kommen. Und das finde ich irgendwie ein endlos schönes Geschenk. Und dafür brennt mein Herz.
dann gehe ich mal bei Frau Kiss zurück an den Anfang. Frau Kiss, Sie kommen aus der Praxis, Sie haben als Schauspielerin gearbeitet und haben sich dann für die Wissenschaft entschieden. Sie haben Kultur- und Medienwissenschaften studiert und abgeschlossen. Warum haben Sie aufgehört zu spielen und warum haben Sie sich für die Wissenschaft damals entschieden? Ich muss jetzt kurz was sagen, bevor wir weitergehen mit den Antworten, weil Frau Lange und ich uns das überlegt haben. Es geht ganz schnell. Wir würden gern zwei Rahmen setzen für dieses Panel, weil mit diesem Panel bilden wir einen Zustand ab, der total toll ist. Frauen in Führungspositionen, das wollen wir auch heute absolut feiern mit Ihnen. Gleichzeitig repräsentiert dieses Panel und auch das davor einen Zustand, den wir nicht feiern wollen, nämlich dass wir im Theater und in den Hochschulen immer noch von weißen Führungspositionen sprechen. Den zweiten Rahmen, den wir gerne setzen möchten, und dann beantworte ich sofort Ihre Frage, ist der, dass Frau Lange und ich sehr persönliche Geschichten heute präsentieren und auch Empfehlungen geben und Sie motivieren wollen und alles drum und dran. Das sind aber unsere Erfahrungen und die sind nur mit einer eingeschränkten Übertragbarkeit versehen. Weil gerade wenn wir über Herausforderungen sprechen, und das sind Fragen, die wir gleich thematisieren werden, dann sind das ganz andere Herausforderungen in dem Moment, in dem man in den Systemen, egal ob am Theater oder in der Hochschule unterwegs ist und zum Beispiel von Rassismus betroffen ist. Also deswegen bitte hier der Schleier der eingeschränkten Übertragbarkeit drüber. Es ist sozusagen eine Einschränkung, die wir hier vorsetzen. So, die Frage der Anfänge. Also meine Eltern, beide SchauspielerInnen, obwohl die das gar nicht toll fanden, haben sie mich nicht davon abhalten können, zu glauben, ich müsste auch Schauspielerin werden. Und ich habe das gemacht ohne Schauspielausbildung. Also ich bin sozusagen einfach so losgegangen und hatte natürlich diesen privilegierten Zugang durch meine Eltern. Ist klar, das macht was mit einem. Aber ohne diese Ausbildung habe ich mich doch ziemlich schnell, auch wenn das super cool war, irgendwie finanziell ganz schnell unabhängig zu sein und das alles zu erleben, sehr schnell machtlos gefühlt. Also ausgesetzt den Mechanismen, denen man sich so als junge Frau ausgesetzt fühlt, wenn man diesen Beruf hat. Ich hatte nicht das Handwerkszeug, mich irgendwie das zu reflektieren und zu verstehen, also auch Angstthemen. Das ist ganz ähnlich, so dass ich dann das Gefühl hatte, ich muss das alles nochmal anders aufsetzen, das ganze Thema, und gerade diese Machtgeschichten und Strukturen besser verstehen, und habe dann diese Studiengänge, die Sie beschrieben haben, studiert, immer mit einem Fokus auf Performance und Schauspiel und was ist das eigentlich, was wir da tun. Und das hat mich total gestärkt. Also ich kann das auch nur bestätigen, das war ein gutes Weg des Empowerments, um auf diese ganzen Systeme, in denen wir uns bewegen, draufschauen zu können. Und die Wissenschaft hilft dabei, auch wenn sie manchmal total unsexy ist, aber Zahlen, Fakten, Tabellen, man braucht Menschen, die das können, und deswegen hat mich das schon sehr gereizt, da auch so drauf gucken zu können. Ohne dass das mir die Lust am Theater oder am Film irgendwie kaputt gemacht hätte, gar nichts. Es ist für mich kein Widerspruch. Das heißt, beide von Ihnen, Sie hat den großen Bedarf, sich Wissen anzueignen. Ist das ein Panzer oder wie würden Sie das beschreiben, womit Sie sich ausrüsten wollten? Nein, das ist ja eher ein Glück. Also das ist ja wie ein Teppich, auf dem man tanzen kann einerseits, oder vielleicht, ich versuche das als Regisseurin immer so zu beschreiben, ich glaube, wir müssen ja berührbar sein, also unbedingt berührbar im Theaterberuf. Auch als Dramaturgin, als Menschen, die am Theater arbeiten, müssen wir berührbar bleiben. Und trotzdem gibt es manchmal schwierige Situationen, wo wir dann wieder einen Schutzraum brauchen. Und ich sage manchmal, vielleicht ist eine semipermeable Membran gut, wo man selbst ein bisschen entscheidet, wen lasse ich wann wie durch. Dass ich sage, ich habe auch ein professionelles Ich, was mich manchmal schützen kann, da lasse ich vielleicht was nur in die eine Richtung, in anderen Momenten lasse ich vielleicht in beide Richtungen fließen, und in den glückvollsten Momenten kann man beides gleichzeitig haben. Und dann entsteht sowas wie dieser Zaubermoment einer Probe. Nee, ich finde das wunderschön, die Membran, weil ich glaube wirklich daran, heute Frau Heine hatte das gesagt, ne, mit Fortbildung und irgendwie sich Dinge zum Denken zu nehmen, hilft dabei, eben wegzukommen von diesem Modell des Panzers. Also, weil das ist nicht eine gute Überlebensstrategie und auch kein freudvolles Miteinander, sondern über sowas reflektieren zu können, wie verschiedene Rollen, wann bin ich in welcher Position, was sind Systeme, wie funktionieren Teams, wie organisiert man Prozesse, warum gibt es bestimmte Dynamiken. Wenn man das
reflektieren kann, dann braucht man keinen Panzer, sondern dann kann man durchlässig sein, weil man sich trotzdem auch anders schützen kann, aber vor allem auch andere dazu bringen kann, dass man nicht in so einen Panzerdiskurs reinkommt. Da glaube ich ganz fest dran. Gut, gehen wir mal weg vom Panzer, sondern zur semipermeablen Membran, wie sie so schön genannt wurde. Es gibt ja die Frage nach dem sogenannten Sprung auf die Leitungsposition. So, Sie sind da jetzt nicht einfach gelandet auf einmal, sondern wie gesagt, das war ein Weg dahin. Frau Lange, Sie vor allen Dingen, Sie waren freie Regisseurin. Sie haben unter anderem in Münster, in Kassel, in Wuppertal, in Chemnitz, in Leipzig gearbeitet, nur um ein paar Städte zu nennen. Dann sind Sie 2013, wie Sie schon selbst gesagt haben, Oberspielleiterin an den Landesbühnen Niedersachsen-Nord geworden. Wie bekommt man neue Inszenierungsaufträge 10 Jahre lang? Wie geht das? Naja, man versucht es halt immer wieder, eine Inszenierung also irgendwie hinzukriegen, und dann sieht die hoffentlich jemand und findet das auch irgendwie interessant, dann darf man wieder versuchen. Also ich kann es eher so sagen, dass es ein stetiges immer wieder Versuchen ist, da gelingt was nicht, und dann gibt es Menschen, die an einen glauben oder die das irgendwie interessant finden, was man sucht, und dann ist man im Gespräch, das wurde ja vorhin auch schon gesagt, und dann darf man wieder was versuchen. Und solche glückvollen Momente hatte ich. Also ich würde auch viel sagen, dass natürlich dieses hartnäckig bleiben, zu sagen, ich lade Sie noch ein 10. Mal ein und Sie sind vor 3 Jahren nicht gekommen, aber jetzt kommen Sie vielleicht mal, und dann gelingt gerade was, was einem am Herzen ist. Und dann ja, darf man wieder woanders mal sich ausprobieren. So würde ich sagen. Muss man immer auf der Premierenfeier mit allen reden? Ich glaube, das ist eine Typfrage. Also wie alles. Also ich glaube, auch da hatten wir es ja vorhin schon von, ich glaube, es muss zu einem passen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, da eine Rolle zu spielen. Ich glaube, es gibt Kolleginnen, die können das gut und die möchten das auch. Und es gibt welche, die gehen sofort und die müssen einen anderen Weg finden, vielleicht auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Genau, das wäre jetzt ein bisschen die hartnäckige Frage, die man ja immer selber sich stellen muss, wenn man sowas macht. Hatten Sie ein Sprungbrett? Können Sie sich an einen Moment erinnern, wo Sie dachten, okay, das war der Moment, das war der eine Moment, wo der nächste Auftrag kam und der nächste, da hat es angerollt? Ich glaube nicht, dass es den einen Moment gab, aber es gab so ein paar Punkte, wo man eben endlich einen Text machen konnte, den man unbedingt machen wollte, wo man ganz tolle SchauspielerInnen bekommen hat, ein richtig tolles Team. Und da ist einfach auch so das, was vorhin auf dem Podium auch gesagt wurde, was man unbedingt machen will. Ich glaube, diese Kompromisse sind das, die es eher behindern. Und wenn man sagt, nee, aber ich muss dieses Projekt machen und ich bleibe da dran, dann kann man vielleicht auch was zeigen, was irgendwie besonders ist. Und dann glaube ich noch, Menschen, die an mich geglaubt haben, waren auch wichtig, die mir zum Beispiel als Frau auch vor 20 Jahren einfach das große Haus gegeben haben, wo ich einfach immer auf der Probebühne und in der kleineren Bühne und der mittelgroßen Bühne und dann irgendwann einfach mal reingeschmissen, großes Haus und dann wieder großes Haus und nochmal großes Haus. Und das ist natürlich dann auch manchmal in der Resonanz eine andere Sache. Und ja, das ist, glaube ich, dann immer die Chance, auch die große Bühne. Gut, dass sie Ihnen gegeben wurde. Wenn das heißt, jemand muss Ihnen vertrauen und hat Ihnen vertraut. Und ebenso braucht man aber auf diesem Weg dahin ja vielleicht ein Vorbild. Frau Kiss, Sie haben ebenso hospitiert an der Staatsoper. Sie waren Assistentin beim ZDF. Sie waren dann vor allem wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie haben promoviert. Sie haben diese ganzen Dinge getan. Haben Sie auf diesem Weg, welche Vorbilder sind Ihnen da begegnet? Das waren eigentlich immer Menschen, die Macht geteilt haben oder ihre Macht genutzt haben, um andere in machtvolle Positionen zu bringen. Und ich finde das ein total gutes Vorbild, weil wir reden ja ganz häufig über Macht. Und das anders zu definieren, und davon habe ich eben ein paar Menschen getroffen. Also ob das eine Präsidentin einer Hochschule ist oder ob das eine Kollegin am Set war. In dem Moment, in dem es darum geht, Wissen zu teilen, Wissen zu vermitteln, jemanden mit nach vorne zu nehmen, dann waren das Menschen, die mir geholfen haben. Genau. Und ansonsten hat mir geholfen, auch das System gnadenlos auszunutzen. Also es gibt ja Gott sei Dank Stiftungen und Förderprogramme. Und wenn man Glück hat, in diesem System irgendwie drin zu sein, da mitzunehmen, was nur irgendwie geht, um die Dinge verstehen zu können und anders drauf gucken zu können. Das war mir auch wichtig,
Also es sind nicht immer nur Menschen, sondern es sind irgendwie auch Angebote, wo man echt zuschnappen muss und nicht warten, bis es irgendwie vorbei ist, sondern nehmen, nehmen, nehmen. Ja, das heißt, Sie sind ja beide, also Sie sind ja wahnsinnig qualifiziert, ausgebildet, mehrere Lehrgänge und sondern vielleicht gerade deswegen haben Sie sich dann beide jeweils mal beworben. Sie haben sich beworben gemeinsam mit Carola Unser für die Doppelspitze am Landestheater Marburg. Und wir haben uns für die Intendanz beworben. Es war eine Stelle ausgeschrieben als Doppelspitze. Das ist vielleicht nochmal ein kleiner Unterschied. Wir haben uns nicht für eine ausgeschriebene Doppelspitze beworben. Mittlerweile steht es ja in den Unterlagen häufiger drin. Auch Teambewerbungen sind erwünscht. Das war bei uns nicht so. Genau, das wollte ich Sie eigentlich fragen. Wie gut, dass Sie damit schon angefangen haben. Und zwar, es ist ein mehrstufiger Bewerbungsprozess. Und in einem Interview mit der Taz erzählen Sie das nämlich, dass Ihnen und Carola Unser im Vorhinein explizit abgeraten wurde, sich als Doppelspitze zu bewerben. Sie haben das trotzdem gemacht. Das heißt, Sie müssen ja eine gewisse Art von Überzeugung dafür gehabt haben. Eben nicht erst eine bewerben und die andere wird eingestellt. Was sind die Gründe für die Doppelspitze? Ja, also tatsächlich war diese Ausschreibung 2015. Das ist, glaube ich, einfach nochmal wichtig. Das ist jetzt 7 Jahre her und es war eine Stelle ausgeschrieben. Und wir hatten das Gefühl, dass zu dieser Universitätsstadt Marburg, die auch eine sehr diskursive Stadt ist, und zu uns beiden auch als Personen der Diskurs absolut passt. Und wir hatten das Gefühl, entweder zusammen und dann von Anfang an gleiche Macht auf allen wichtigen Punkten, Personalangelegenheiten, Geldangelegenheiten, künstlerische Entscheidungen. Und deswegen haben wir die Bewerbung so auch aufgezogen, dass wir gesagt haben, nur so. Also das ist auch unser Konzept, mit dem wir uns beworben haben. Und wir hatten dann das große Glück tatsächlich, dass wir auf den Stapel gelegt worden sind, der weiter angeguckt worden ist. Es wurde hart wohl diskutiert, haben wir später gehört, ob Teambewerbung überhaupt oder eine Doppelspitze zugelassen wird. Das war dann in diesem Falle so. Und dann sind wir in die nächste Runde gekommen und dann wieder in eine nächste Runde. Ja, und dann der Rest ist bekannt. Bevor Sie das Konzept geschrieben haben, gab es den einen Moment am Tisch, wo Sie sich gemeinsam entschieden haben, jetzt machen wir das, oder war es ein langer Abend? Ich glaube, das war auch wieder ein Prozess. Also, weil wir beide vorher in diesen sogenannten Sandwich-Positionen waren. Also ich war Oberspielleiterin, die Kollegin war Leitung von einer Sparte und wir haben sowieso sehr viel zusammengearbeitet und hatten aber immer das Gefühl irgendwie, wir wollen gerne noch mehr Verantwortung übernehmen und wir wollen auch diese Verantwortung so nutzen, dass wir dann auch verantwortlich gemacht werden können. Das ist ja immer in dieser zweiten Riege nicht ganz so. Und dann hatten wir das Gefühl, wir könnten das vielleicht zusammen gut machen. Ob das beim ersten Riesling, beim 10. Riesling war, weiß ich nicht. Naja gut, vielleicht dazu nachher mehr. wenn Sie sagen, Verantwortung übernehmen. So, Frau Kiss, Sie sind die jüngste und die erste Rektorin der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Amtsinhaber damals abgelöst. Herzlichen Glückwunsch. Warum wollten Sie Rektorin werden? Weil ich es kann. Nein, wirklich, also so eine Stelle ist ausgeschrieben, da ist ein bisschen, ich glaube, die Theater fast ein bisschen was von den Hochschulen lernen, auch wenn die echt defizitäre Systeme sind, aber dort wird halt wirklich konsequent alles ausgeschrieben eigentlich. Wie dann die Bewerbungsprozesse laufen, ist dann nochmal eine andere Frage. Also da müssten wir dann auch nochmal in die Diskussion gehen, ob wirklich das heilt, was wir da so als Lackmus sehen, weil da laufen auch schräge Sachen, selbst wenn es öffentlich ausgeschrieben ist. Also da sind die Stellen ausgeschrieben und ich weiß, ich habe die Studie nicht gelesen, aber man erzählt sich, Frauen bewerben sich ungefähr die Hälfte weniger als männliche Kollegen auf Stellen, weil sie darauf warten, dass Stellen immer perfekt auf einen zugeschnitten sein müssen. Und sie addieren sozusagen immer noch die Defizite dazu, was man nicht kann. Und danke den Fortbildungen, die ich gemacht habe, meiner feministischen Mutter, habe ich mir gedacht, nein, ich will da nicht warten, wenn so eine Stelle ausgeschrieben ist und ich glaube, dass ich das kann und das ist im Moment der Moment dafür, dann mache ich das jetzt. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das zu tun, weil ich glaube, dass ich es kann. Und Sie haben auch die Position bekommen. Wenn wir jetzt gerade damit dabei sind, eine Rektorin ist man nicht für immer. Eine Rektorin ist erstmal gewählt für 4 Jahre. Was
Und sie setzen sich viel eben mit Strukturen auseinander, auch Veränderungen. Sie sind ja auch in Babelsberg, haben sie ja eben die Umstrukturierung von der Hochschule zur Universität mitgemacht. Sie wollen Strukturen verändern, das tun sie auch gerade. Dazu muss man sagen, ich studiere auch an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, deswegen weiß ich das. Wie gehen Sie denn damit um, dass diese Stelle befristet ist? Ich finde das ehrlich gesagt gut. Und zwar nicht, weil ich da jetzt nicht gerade total Wurzeln schlage. Also es ist, natürlich ist das jetzt ein halbes Jahr bin ich da und ein Prinzip von mir ist wirklich diese Institution mit großen Armen und viel Liebe zu umarmen und natürlich schlage ich sofort Wurzeln und man kennt sich und es ist auch eine hohe Grad der Identifikation schon da und der wird ganz stark sein, natürlich in nochmal 3,5 Jahren mehr drauf. Und trotzdem finde ich bei bestimmten Leitungspositionen das Ausschreiben und die Befristung wichtig. Zum einen, weil die Institutionen, wie zum Beispiel die Studierenden, die Möglichkeit haben müssen, immer wieder abzuprüfen, ist das der Weg, den wir brauchen? Braucht eine Institution vielleicht irgendwann auch mal was anderes? Und damit kann man ganz locker umgehen. Es gibt einfach Konzepte, die dann in dem Moment nicht mehr passen und dann ist das auch in Ordnung. Also es ist nicht immer nur eine Abwahl von irgendwie einer Person, sondern manchmal auch einfach ein Weg, den man nochmal anders gehen möchte. Ich finde es aber auch für mich ganz gut, weil ich glaube, dass ich daraus eine Stärke nehme, dahingehend, dass ich weiß, ich bin nur so lange da, wie wir zueinander passen. Also willst du mit mir gehen, ist wirklich... Solange wir miteinander gehen wollen, können wir uns darauf verlassen, dass wir uns dieses Versprechen gegeben haben. Und es ist gut, dass man sich dieses Versprechen immer wieder aufs Neue gibt. Das bedeutet natürlich auch eine Freiheit, die man sich damit nimmt. Absolut. Und wahrscheinlich somit auch sich selber treu zu bleiben. Ja, also es darf eben nicht passieren, dass man dadurch korrumpierbar wird. Aber ich glaube, das wird man nicht, wenn man versucht, das so zu sehen, als eine Chance. Weil sonst würde ich in 2,5 Jahren anfangen, nur noch Wahlkampf zu machen, um mich wieder wählen zu lassen. Ich glaube, man kann es aber genau umdrehen und sagen, nee, jetzt setze ich auf die Stärken, die ich habe und gucke, gehen wir weiter zusammen. So. Wenn Sie davon sprechen, eben, genau, Frau Kiss, vielen Dank. Wahlkampf machen, das ist, glaube ich, jetzt die Frage. Frau Lange, Sie sind ja genauso mit Carola Unser, genauso, nicht 4 Jahre, sondern 5 Jahre im Amt. Bei Ihnen, glaube ich, steht auch bald die Neuausschreibung oder Wiederwahl an. Wir haben heute auch in dem Panel davor viel darüber gesprochen, ein neues Team kommt, ein altes muss gehen. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret? Weil Sie sind ja auch gekommen, zusammen mit Carola Unser, mit einer neuen Idee. Wie gehen Sie damit um, dass Sie eine künstlerische Vision für ein Haus haben und gleichzeitig aber auch die Existenz von Angestellten dort an einem Haus haben? Wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um? Ich würde gerne ganz kurz noch was zu Frau Kiss sagen. Also mir geht es übrigens ähnlich, dass ich diese Befristung gut finde. Ich finde die produktiv. Ich finde, so sind ja auch viele KünstlerInnenverträge, ich finde das gut. Und meine Erfahrung ist auch, wenn irgendwas gut ist und weitergehen soll, dann wird es auch weitergehen, auch wenn der Vertrag erstmal nur kurz ist. Also mir gefällt das gut, weil ich finde es auch ein Ansporn. Und genau so zu sagen, ist das noch der richtige Ort für meine Personalie, finde ich auch spannend eigentlich, muss ich sagen. Also das zum einen. Und gleichzeitig glaube ich, dass Theater ja auch eben von diesem Wechsel so stark lebt und von dieser Koinzidenz von einerseits Menschen, die schon ganz lange in diesem einen System sind und denen, die neu dazukommen. Und wenn es diese neue Begegnung gar nicht gäbe, glaube ich, würde das Theater aus meiner Sicht viel mehr stecken und stehen bleiben. Und insofern ist es natürlich sehr aufregend. Man kommt mit einem Team, man kommt ja auch nicht alleine. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Man ist ja auch nicht aus sich selbst heraus Intendantin geworden, sondern weil es viele Künstlerinnen um einen herum gibt, die immer mit einem gearbeitet haben oder die auch irgendwie einen begleitet haben. Und das heißt, man kommt so mit einer Idee und mehreren Menschen. Und dann sind da die, die Expertise seit 30 Jahren zu diesem Haus haben oder auch 40 Jahren. Und das finde ich toll. Und das ist natürlich so, wie wahrscheinlich in allen Systemen, dass man Menschen hat, die da leichter quasi Lust haben, auf was Neues aufzuspringen. Und es gibt welche, da ist es mühsamer. Und ich glaube, das ist einfach ein langer
Prozess auch der Kommunikation, dann zu sagen, aber das hier ist unsere Idee und wir sprechen jetzt anders oder bestimmte Grundentscheidungen werden einfach jetzt nicht top-down bei uns gemacht, sondern die sind Aushandlungsprozesse und manchmal dauert das länger. Und das ist aber keine Führungsschwäche, wenn wir euch zuhören. So. Ganz kurz, es ist echt ein anderes Panel, aber nur um ganz kurz die Klammer zu setzen. Ich rede über Führungspositionen. Ich kenne die Forderungen der solidarischen Netzwerke in Bezug auf Befristungsproblematiken und das ist echt ein weites Feld. Also wenn ich sage Befristung, meine ich erstmal ne, solche Positionen. Und alles andere müssen wir echt auf einem anderen Panel nochmal diskutieren. Genau, das heißt, wie treffen Sie denn Entscheidungen in der Doppelspitze? Ja, tatsächlich sind wir nicht nur zu zweit, sondern wir haben auch noch eine dramaturgische Runde, die bei uns aus 3 bis 4 Menschen plus eine Botschafterin für Kollaboration und Unsinniges besteht. Das heißt, wir sind eigentlich immer zu siebt. Dementsprechend ist auch das schon mal ein längerer Prozess. Natürlich, also was so dieses, ich sage jetzt mal so diese Kreativ-Gedankenzelle des Theaters angeht, gibt es viele kluge, lesende, Weltwahrnehmende, die aufs unterschiedlichen Perspektiven sprechen und uns irgendwie zu unserem Ideenhaushalt führen. Und dann gibt es natürlich Geschichten, da haben Frau Unser und ich vielleicht sozusagen dann doch miteinander das letzte Wort und haben aber sozusagen eine Regel, das ist vielleicht auch für so Teambewerbungen immer gut, 2x100% muss es sein. Und das heißt, auch wenn wir nur einmal 97 und einmal 100% haben, machen wir es nicht. Dann machen wir es einfach nicht. Weil wenn es nur einen kleinen Zweifel gibt an einer Personalentscheidung oder auch an einer größeren finanziellen Ausgabe oder eben auch eine programmatische Sache, dann stimmt ja vielleicht irgendwas noch nicht und wir vertreten das Haus ja dann auch nach außen sozusagen und dann müssen wir auch beide 2x100% sagen. Das hat Nachteile und Vorteile. Das heißt, es ist eigentlich schwieriger bei uns anzukommen, weil man ja 2 Menschen bzw. 7 Menschen auf jeden Fall überzeugen muss. Aber wenn man dann überzeugt hat, hat man richtig gute Karten. Das klingt eigentlich ganz verlockend, finde ich. Wir sind tatsächlich in der Zeit schon wieder sehr weit fortgeschritten. Ich habe eine letzte Frage, Frau Kiss, an Sie und dann öffnen wir und ihr könnt Fragen stellen. Was macht am meisten Spaß, Rektorin zu sein und die Zukunft auszubilden? Weil man jeden Tag mit der Zukunft zu tun hat. Also es ist wirklich, das ist ja auch, die Busch ist ein überschaubares Haus, literally. Man kann von oben nach unten rennen und das mache ich fast auch den ganzen Tag. Man nennt das, weil vorhin so Management Bashing betrieben wurde, aber es gibt einfach bestimmte Managementmodelle. Meins nennt man zum Beispiel Management on the Run. Also das heißt, ich renne von oben nach unten und ich rede den ganzen Tag mit Menschen und ich rede mit der Zukunft und das ist so unfassbar energiegeladen und daraus ziehe ich so viel. Das ist einfach nur unglaublich schön und toll, mit ihnen zusammen so einen Ort gestalten zu dürfen und sie wirklich zu sehen und mit ihnen zu sprechen. Okay, vielen Dank. Vielleicht können wir ja darüber auch in der Pause noch mal weiterreden. Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Positionen. Vielen Dank erstmal hierher. Ich würde das öffnen. Gibt es eine Frage aus dem Publikum? Ja, bitte, hier vorne. Hi, vielen Dank erstmal. Ich wollte gerne kurz nachfragen, weil Sie haben ja kurz die befristeten Arbeitsverträge genannt und auch halt, dass das Theater ja eigentlich von diesen Wechseln lebt. Jetzt ist aber meine Frage, ja, wenn eine Leitung nach 5 Jahren wieder weg ist und neue Konzepte kommen, neue Ideen, ist es da überhaupt möglich, eine längerfristige oder überhaupt eine Vision für ein Theater zu entwickeln, was dann die Menschen, die da bleiben, mittragen? Aber nicht nur die Menschen, die da arbeiten, sondern eben auch die Bevölkerung, die da ist. Also da sehe ich irgendwie so ein bisschen einen Widerspruch. Ich finde, steht total dahinter, dass ja ein Theater davon lebt, aber ja. Aber ich glaube sozusagen, das ist ja nicht gemeint, dass es zwangsläufig nach 5 Jahren oder nach 4 Jahren immer wechseln muss. Ich glaube, was wir eher beschreiben wollten, ist, wenn zum Beispiel die Vision dann doch nicht zu dem Ort oder zu den Menschen passt, dann ist sozusagen eine Befristung eine gute Chance, dann nochmal fein zu justieren und beispielsweise zu sagen, wir ändern hier nochmal was. Ich glaube, das ist eher die Idee. Denn wenn man sagt, oh, die Vision passt wunderbar und es kommen Menschen und es ist von Interesse, dann ist es ja meistens bei den Trägerinnen so, dass man auch verlängert wird. Und
Eine gute Leitung zeichnet sich, und ich spreche jetzt eher von Hochschule, aber ich glaube, das ist übertragbar, ja schon auch dadurch aus, dass sie sehr genau reinhört in den Ort, in den sie da geht. Also deswegen, kann sie ja in Opposition dazu gehen, aber auch eine Opposition dazu muss ja basieren auf einer sehr guten Kenntnis dessen, was man so rausgehört und gefühlt hat. Sie kann aber auch in einer hohen Identifikation zum Ort reingehen in diesen Ort. Auch das basiert aber auf Menschen zuhören, den Ort kennenlernen, die Stadt, in der man ist, die Hochschule, das Haus, die Räume, die Menschen, die Geschichten. Also insofern eigentlich so richtig nicht passen, dann ist irgendwas bei der Auswahl vielleicht auch schon schiefgegangen. Vielleicht nur eine kurze Anschlussfrage. Finden Sie auch, dass braucht es wirklich diesen Wechsel? Also ich frage jetzt extra irgendwie so ein bisschen direkt, weil ich frage mich vielleicht eben hinsichtlich mehr Sicherheit auch für Mitarbeitende, die ja jetzt mit NVBühne 2 Jahre eigentlich nur wissen, dass sie jetzt an einem Haus sind. Aber da können wir vielleicht auch zusammen drüber noch sprechen. Vielleicht ist es ja auch der Wunsch von vielen, dass sie nach 2 Jahren wieder gehen. Aber das ist für mich so ein großes Fragezeichen. Wie kann man mehr Sicherheit für Menschen kreieren, die vielleicht wirklich sich an einem Haus oder an einem Ort irgendwie länger festigen wollen? Also deswegen, ich würde wirklich gerne unterscheiden zwischen Leitungspositionen und den Ort, den man als Leitung sozusagen mitverantwortet, in welcher Konstellation auch immer, und was für eine Sicherheit man dort dann auch für die Menschen zu schaffen hat, die dort arbeiten. Ich finde ja, auf Leitungspositionen muss es die Möglichkeit geben, dass die Ensembles, die Menschen, die diesen Ort prägen, eine Möglichkeit haben, lange genug mit jemandem zusammenzuarbeiten, sodass Konflikten nicht aus dem Weg gegangen werden muss, weil Friktion braucht jede Institution auch. Man muss sich auch miteinander auseinandersetzen können und man muss auch in welcher, auch als Teamkonstellation, die Möglichkeit haben, miteinander echt zu ringen, ohne Angst zu haben, dass man gleich am nächsten Tag weg ist. Und gleichzeitig für Leitung, würde ich sagen, ist es gut, sich immer wieder verantworten zu müssen nach einer bestimmten Zeit. Weil auch das, wir denken da irgendwie so sehr schwarz-weiß, auch dieser Bewerbungsprozess ist nicht nur ein negativer. Ich fand das total gut, bei der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch zu sein und echt kluge, differenzierte Fragen gestellt zu bekommen von diesem Haus, von allen Angehörigen und dort sich auch nackig zu machen mit dem, was man ist und was man kann und was man auch nicht kann. Und das kann im besten Fall, wenn man dann wiedergewählt werden sollte, auch wie so ein Auffrischen der Liebe sein, die man füreinander hat. Was hat man voneinander gelernt und wie geht man jetzt miteinander weiter? Also ich würde da unbedingt unterscheiden, über welche Positionen wir eigentlich in Ensembles oder in Hochschulen sprechen. Vielen Dank. Habt ihr noch eine Frage? Gibt es die? Ich habe eine Frage an Frau Lange. Wie groß ist die Angst, den Laden gegen die Wand zu fahren? Jetzt müsste ich wissen, was das dann genau bedeuten würde. Wann fährt man einen Laden gegen die Wand? Können Sie das noch ein bisschen differenzieren? Ich glaube, das Theater Bremen hatte irgendwann mal 10 Millionen Schulden oder so. Also so eine Sache. Also Intendanz abgebrochen, hört auf, riesige Schulden, alle reden schlecht über einen. Also ist ja schon eine Falltiefe in so einer Führungsposition ist ja schon vorhanden manchmal. Aber ich glaube, die Angst haben wir ja alle, egal wo wir arbeiten und was wir machen. Wir wollen ja das, was die Aufgabe ist, irgendwie gut machen. Und natürlich ist es ein bisschen anders, wenn man mit ein bisschen mehr Geld hantieren muss beispielsweise oder eben für das Wohl von Menschen zuständig ist. Also ich prüfe mich da schon oder wir versuchen das so gut, wie es eben hinkriegen, zu machen mit allen Fehlern. Ich glaube, das ist auch so etwas, so eine Fehlertoleranz auch zu haben, zu sagen, ist uns jetzt nicht so gut gelungen und wir versuchen es beim nächsten Mal besser zu machen. Aber ich habe eigentlich nicht so eine Angst, dass ich nicht merken würde, wenn so und so viele Millionen nicht mehr auf dem Konto sind. Das kann man ja sehen. Und da hat man auch freundlicherweise einen Verwaltungsdirektor, der ab und an noch mal sagt, jetzt wird es aber ein bisschen dünn oder so. Auch da ist man ja nicht alleine. Also das ist ja auch schon gelebte Mehrfachspitze. Nee, ich habe nicht so eine große Angst.
Und ich finde auch Scheitern in der Kunst, was soll das sein? Das ist ein Versuch, der nicht ganz gelückt ist oder wo ein Konzept nicht funktioniert hat. Dann hätte es vielleicht an einer anderen Stelle besser geklappt. Und das, was Sie beschreiben, ist ja irgendwie wissentlich mit Steuergeldern und verantworteter Position vielleicht nicht gut umgehen. So. Man muss seinem Verwaltungsdirektor vielleicht zuhören dafür. Genau. Eine letzte Frage. Bitte, Jung. Ich würde gerne wissen, oder ja, ich glaube, dass die meisten hier wollten auch die Struktur ändern. Oder mindestens, ich möchte auch die Struktur ändern. Und ihr seid beiden entweder in der Schule, auf der Führungsposition oder im Haus. Und dann, wo seht ihr die Hindernisse? Und was braucht ihr, um diese Struktur zu verändern? Also für mich ist es genau diese Verbindung zu haben zu allen Menschen, die ein Haus ausmachen. Also von den TechnikerInnen über die Menschen, die in der Administration sitzen, die Studierenden, und sehr genau hinzuhören, was erzählt wird, was berichtet wird, wo Missstände benannt werden. Und dann ist es meine Aufgabe, und man muss sagen, wir sind auch ein Dreierteam, ne? Eine Hochschule wird nie auch nur von einer Person geführt. Wir haben bei uns eine Prorektorin und eine Kanzlerin. Wir sind immer drei Frauen, die auch wie Sie bei sich im Haus gemeinsam Entscheidungen fällen, was übrigens immer gerne auch als Schwäche ausgelegt wird, was es nicht ist, sondern eher ein kluges Prinzip, Sechs-Augen-Prinzip, das alles mitzunehmen und dann in einen Ausgleichsmoment zu kommen. Also sich immer zu fragen, wenn diese Forderung hier ist, was bedeutet das für die anderen Mitglieder eines Systems? Wie kriegt man das in einen Einklang? Und es muss nicht immer Konsens sein, aber es ist schon die Aufgabe, so sehe ich die, drauf zu gucken und zu schauen, wenn ich da ziehe, was bedeutet es hier? Und wie kann ich daraus dann trotzdem was Gutes schaffen für alle zusammen? Das heißt, das, was ich brauche, ist, dass ich es erfahre, überhaupt erstmal. Und das habe ich dann im Griff, wenn ich meine Tür zumache und für niemanden erreichbar bin oder nur für einen bestimmten Kreis, dann findet das nicht statt. Wenn ich aber versuche, dran zu bleiben, dann habe ich schon eine ganz wichtige Grundlage, um Strukturen ändern zu können. Und dann ist es, um das ganz kurz noch, dann ist es ein Prinzip, das wir versuchen, ist, interventionistisch zu arbeiten, Prozesse zu sehen, also uns den langen Atem auch zu lassen und über ganz viele kleine Stellschrauben das Haus sozusagen da zu stärken, wo es gerne hin möchte. Es ist nicht die große Visionsarbeit und jetzt setzen wir uns hin und diskutieren stundenlang und dann haben wir irgendwie den Megaplan und die Milestones und über die reden wir auch, aber sondern es ist wirklich ganz konkrete, dass ganz konkrete Dinge konkret für Menschen da sind und passieren. Dankeschön. Mich würde das noch interessieren, wie macht man das jetzt am Haus? Oben sitzen zwei und was kommt dann unten an von der Doppelspitze? Naja, also man trifft sich und man trifft sich oft. Man also kann ja Formate erfinden, wo man im Gespräch ist. Dann kann man seine Tür offen haben und tatsächlich auch als offen meinen. Es gibt ja auch in Theatern offene Türen, die nicht offen sind. Aber man kann sprechen, man kann viel miteinander reden und das versuchen wir und versuchen zuzuhören. Und dann eben vielleicht auch irgendwie von unten nach oben, von rechts nach links laufen. Das würde ich auch sagen. Aber ich würde auch gerne noch einen Satz zu Ihnen sagen, Frau Jung. Ich glaube, was ich brauche als Intendantin mit Versuchen, die wir machen, sind Menschen, die bereit sind, mitzuversuchen, einem
den Versuch, der noch nicht ganz gelingt, auch zu verzeihen und zu sagen, wir machen einen weiteren Versuch. Also ich finde Fronten schwierig. Ich finde gerade irgendwie immer schön, vorhin sprachen wir über diese Banden, die total wichtig sind, da würde ich zustimmen. Ich glaube, man braucht Menschen, die sagen, okay, wir machen das wirklich gemeinsam und ich committe mich auch mit dem Theater, wo ich gerade bin. Wenn es natürlich sozusagen auch von der anderen Seite immer so ist, nur in die Wunden den Finger zu legen, die gibt es und die sollen auch benannt werden. Aber man kann natürlich auch umgekehrt mal sagen, heute feiern wir mal zusammen über das, was uns da gelungen ist. Oder wo wir, sage ich mal, in unserer rassismuskritischen Haltung schon einen Schritt vorangegangen sind, obwohl wir uns immer noch weiterbilden müssen. Und, so. Aber vielleicht gibt es da ein kleines Erfolgserlebnis und das brauche ich, das Commitment, dass wir weiter zusammenwachsen können. Das war, finde ich, ein schöner Schlussappell. Das war jetzt die letzte Frage, genau. Gib Sarah. Ich weiß nicht, ist jetzt live, aber egal. Ich finde es gerade ein bisschen schwierig, dass Sie über Rassismuskritik sprechen und das in Richtung von Jung sagen. Das ist der einzige Kommentar. Danke. Dann muss ich mich entschuldigen. Das war aber überhaupt gar nicht der Kontext. Ich habe versucht, sozusagen zu sagen, welche Schritte wir versuchen. So? Doch, 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 das ist völlig in Ordnung. Ich verstehe, dass man das als unsensibel empfinden kann. Ich versuchte sozusagen, das ein Beispiel zu nennen von vielen, die man versucht. Das würde ich gerne gleich noch besprechen. Da wir jetzt am Ende unserer Zeit sind, ist das jetzt hier das Gesprächspanel vorbei. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch, bedanke mich bei euch für eure Fragen und für eure Anmerkungen. Bevor wir jetzt in die längere Pause gehen, wird Christian noch ein paar Worte dazu sagen, wie es weitergeht. Achso, ja, oh Gott, Applaus! Ja.